Wir haben ja nun schon betrachtet das erste bis siebte Siegel, das siebte Siegel, das sich dann entfaltet in Form der sieben Posaunen oder Signalinstrumente. Wir haben auch schon betrachtet die ersten vier Posaunen gestern, die die Schöpfung betreffen. Und nun haben wir gehört abschließend in Kapitel 8, Vers 13, dass dieser Adler oder auch Engel nach manchen Übersetzungen in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße, der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Dieses dreifache Wehe bezieht sich auf drei noch die folgenden Posaunen, wobei die siebte Posaune dann wiederum in die sieben Zornschalen münden wird. Und heute Morgen wollen wir betrachten die fünfte Posaune. Und wehe, weil es nun eben an die Menschen geht, nicht mehr nur an die außermenschliche Schöpfung. Wir lesen Offenbarung 9 von Vers 1 bis Vers 12. Und der fünfte Engel stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens. Und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirne haben. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten 5 Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind, und auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen, dem Golde gleich, und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie die der Löwen, und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer. Und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Und sie hatten Schwänze wie Skorpione, und Stacheln waren in ihren Schwänzen. Und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen, 5 Monate lang. Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das erste Wehe ist vorüber. Siehe, es kommen noch 2 Wehe nach diesem, nämlich dann die sechste und siebte Posaune. Soweit das Wort Gottes. Seltsame Heuschrecken, mag man denken. Die tun den Menschen Schaden, aber nicht dem Gras. Gibt es solche Heuschrecken in unserer beobachtbaren Natur? Nein. Die stürzen sich auf das Gras, auf alles Grüne, Essbare, natürlich auch die Blätter, alles, was sie bekommen können. Und in der Regel tun sie den Menschen, außer dass sie ihnen die Nahrungsquelle entziehen, keinen Schaden. Und wir merken durch solche Hinweise, dass es hier um etwas anderes handeln muss, als um solche bisher bekannten Heuschrecken. Und wir sehen auch, dass dieser Stern, der vom Himmel fällt, etwas anderes ist als die anderen Sterne, die bei den ersten 4 Posaunen auch mit erwähnt wurden. Dann insbesondere bei der 4. Posaune, wo der 3. Teil der Sonne, der 3. Teil des Mondes und der 3. Teil der Sterne geschlagen wurde und verfinstert wurde um 1/3 seiner Leuchtkraft oder ihrer Leuchtkraft. Denn ein Stern kann keinen Schlüssel zum Abgrund erhalten. Also wir merken, hier ist jetzt eine stärkere Symbolsprache vorhanden,
sodass wir hinter diese Begriffe an dieser Stelle fragen müssen. Das Wort Gottes gibt uns hier vom Zusammenhang her einen deutlichen Hinweis. Hier müsst ihr genau prüfen, es sind hier Symbolbegriffe, hinter denen sich noch etwas Tieferes verbirgt. Ja? Ich sage ja immer die Auslegungsregel, wörtlich nehmen, solange, soweit es geht. Aber da, wo ganz klar der Zusammenhang gebietet, es symbolisch zu verstehen, da sollen wir es auch symbolisch deuten. Und so erkennen wir in Vers 1, der fünfte Engel stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, dass das kein gewöhnlicher Stern ist. Auch kein Asteroid oder Meteorit, wie man es dann bei den anderen Plagen eventuell sehen kann, wir haben es gestern gehört, sondern hier ist es eine Wesenheit. Und den Schlüssel dazu, was für ein Stern das ist, finden wir in Offenbarung 1, Vers 20. Da wird nämlich gesagt, was auch unter Stern verstanden werden kann. Da lesen wir Offenbarung 1, Vers 20. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter, das wird jetzt erklärt, nämlich die sieben Sterne sind Engel oder Boten der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Also hier generell gesprochen, die Sterne können eben auch Engelwesen oder auch menschliche Boten sein, je nach Kontext. Hier ist es ganz klar, es ist ein Engelwesen. Ein Stern, der vom Himmel gefallen ist und der den Schlüssel zum Abgrund hat. Kann das ein guter Engel sein? Ja, jedenfalls bei diesem Engel können wir es nicht so ganz genau sagen. Doch, wir können es genau sagen, weil es gibt einen Stern, der vom Himmel gefallen ist, an einer anderen Stelle. Die möchte ich dazu ja auch lesen. Von diesem gefallenen Stern oder gefallenen Engel. Nicht? Wie heißt denn der? Luzifer, Lichtträger auf Lateinisch. Und der ist, ja, gefallen. Und zwar müssen wir dazu betrachten, um das besser zu verstehen. Und die Bibel ist ja ein Zusammenhang, ein wunderbarer Zusammenhang. Jesaja 14, Prophet Jesaja, Kapitel 14. Und zwar geht es hier im Zusammenhang über den König von Babel. Und das Kapitel 14 ist ein Gedicht, ein Spottlied über den König von Babel, der so hoch sich selber erhöht hat und dann so tief gefallen ist. Aber während wir dieses Lied lesen, merken wir, es ist nicht nur ein irdischer König hier gemeint, sondern eine geistliche bzw. ungeistliche Größe. Ein gefallener Cherub, ein Glanzstern, ein gefallener Engel. Ich lese nur einmal die Verse 12 folgende aus Jesaja 14. Da heißt es dann, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Ja, Glanzstern wird es ja auch genannt. So legt sich die Heilige Schrift durch die Heilige Schrift aus. Stern, auch hier der Schlüsselbegriff, um den Zusammenhang zu verstehen. Vom Himmel herabgefallener Glanzstern, wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen, und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, das heißt über die Engel Gottes, die anderen Engel Gottes, und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Einschub hierzu, 1. Mose 3, Vers 5, ihr werdet sein wie Gott, die Lüge Satans, die dieser gefallene Luzifer-Engel auch zu Eva und dann auch folgend zu Adam ausspricht. Und das ist ein Hinweis, dass es vorher schon einen Sündenfall in der Engelwelt gegeben hat. Denn sonst hätte Satan nicht in Gestalt der Schlange auf die ersten Menschen zugehen können und sie verführen, wenn er selber nicht vorher schon gefallen gewesen wäre, was auch im 2. Petrusbrief und im Judasbrief uns ganz klar gesagt wird, die Engel, die ihre himmlische Behausung nicht behalten haben, weil sie gesündigt haben. Also, er will zum Himmel emporsteigen, er will emporfahren und sich dem Allerhöchsten gleich machen. Und dann heißt es, und hier ist dann schon das Gericht Gottes ganz klar gesagt, auch über den irdischen König von Babel und symbolisch auch
über diesen sich selber erhöht haben wollenden Engel. Dann heißt es in Vers 15, doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Die dich sehen, schauen dich verwundert an. Sie betrachten dich und sagen, ist das der Mann, der die Erde erzittern ließ, der Königreiche erschütterte? Also hier geht es jetzt wieder über in den König von Babel, aber das ist prophetische Bildsprache. Sie knüpft an irdische Situationen an und steigt dann symbolisch auch auf in geistliche Höhen. Deshalb ist es nicht immer so einfach, wörtliche und symbolische Deutung auseinanderzuhalten. Aber es ist ganz klar, dass der König von Babel nicht am Thronstaat Gottes war und dass hier eine Symbolik aus dieser gefallenen Engelwelt prophetisch mit eingebracht ist in Jesaja 14. Auch im Propheten Hesekiel findet sich eine ähnliche Stelle über diesen frühen Engelfall. Das möchte ich jetzt aus Zeitgründen nicht alles lesen. Aber wichtig ist für uns, dass hier ausgerechnet der Vergleich geführt wird, dieses gefallenen Engels anhand des Königs von Babel. Ist auch kein Zufall. Babel, das heißt zu Deutsch Verwirrung. Und wir denken an die Sprachverwirrung infolge des sündhaften Turmbaus zu Babel, wo die Menschheit auch sein wollte, wie Gott sich selber ein Denkmal setzen. Heute baut man auch Wolkenkratzer, das heißt ja schon Skyscraper, die also bis zu den Wolken hochgehen sollen. So weit versucht man zu kommen, höher kann man aber auch nicht. Und natürlich sind die auch sehr anfällig für Einsturz, genau wie damals beim König von Babel hinabgestürzt bist du. Wir haben es ja in erschütternder Weise sehen müssen am 9. September 2001, als diese Twin Towers in New York eingestürzt sind, ja, wie auch immer. Es gibt ja verschiedene Theorien darüber, was da im Einzelnen passiert ist. Jedenfalls, der Hochmut kommt vor dem Fall. Das sagt uns auch die Heilige Schrift im Buch der Sprüche. Luzifer, Satan, der Teufel wird sein Ende finden, indem der Herr ihn richten wird. Genauso wie der König von Babel gerichtet wurde. Babel ist Symbol des Sündenfalls in 1. Mose 3. Also Folge des Sündenfalls, nämlich dieses Seinwollen wie Gott. Ja, das ist der Babelgeist, der dann in 1. Mose 11 sich zuspitzt im Turmbau von Babel. Babel steht immer wieder in der Heilsgeschichte gegen Israel und gegen Gottes Volk, schon im Alten Bund. Die Babylonier waren eine der Großmächte, die Israel erobert haben, besiegt haben, unterdrückt haben. Und im Neuen Testament findet sich immer wieder der Begriff, vor allem eben auch in der Johannes-Offenbarung, Offenbarung 17 und 18, von der Hure Babylon als Gegenbild zum himmlischen Jerusalem und zur Brautgemeinde, die dorthin einziehen darf. Im Gegenbild dazu findet sich eben diese Frau auf dem Tier, diese Hure, die den Stier reitet. Übrigens auch das Sinnbild für Europa, die auf dem Zeus-Stier reitet. Sicherlich kein Zufall, dass man gerade für Europa, das wieder auferstehende Römische Reich, dieses Symbol verwendet hat. Gibt uns auch zu denken, diese Dinge. Und auch, dass der Papst zum Beispiel gestern vor der UNO gesprochen hat und die Menschheitseinheit beschworen, dass alle Menschen eng zusammenwachsen müssen, dass man endlich die Vereinigung der Welt beschleunigen soll. Ja. Ich stelle es mal ganz vorsichtig in den Raum. Antichrist und falscher Prophet, ja, haben die sich gestern getroffen vielleicht? Fragezeichen. Ja. Ich halte das durchaus für möglich, möchte mich aber nicht jetzt auf eine aktuelle Deutung der biblischen Prophetie in dieser Sache festlegen, aber doch ist es sehr naheliegend, denn der Antichrist ist eine politische Führungsgestalt, etwa im Rahmen der UNO wahrscheinlich aufstrebend, ein Mann, der sich da emporarbeiten wird in dieser Weltvölkervereinigung, und der falsche Prophet ein religiöser Verführer, der dem politischen Weltführer die Verehrung zuschiebt. Dass alle dieses Tier anbeten sollen, gemäß Offenbarung 13. Aber die Hure Babylon, eben auch die religiöse Macht, die sich zunächst auf das Tier setzt, dann aber, wenn das Tier sie nicht mehr braucht, diese Hure sie abwirft und sagt, jetzt hast du mir geholfen, jetzt bin ich an der Macht, jetzt brauche ich nicht mehr diese religiöse Tarnung, kann ich die Maske fallen lassen.
Offenbarung 17 und 18 nachzulesen. Wir kommen, so der Herr will, und wir leben im Herbst noch ausführlich darauf zurück in der Fortsetzung. Nun jedenfalls, Babel, Symbol des Sündenfalls, des Turmbaus, steht gegen Gottes Volk und mündet in die Hure Babylon, um dann endgültig gerichtet zu werden am Ende. Der fünfte Engel stieß also in die Posaune. Ich sah einen Stern, also diesen Luzifer, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Es kann auch ein Repräsentant Satans sein, ja, weil von einem Engel redest, aber ich denke, es ist doch Satan selber. Es gibt verschiedene Auslegungen. Jedenfalls wurde diesem gefallenen Engel der Schlüssel zum Schlund des Abyssos gegeben, so steht im Griechischen. Der Abgrund, und zwar ist das dieser Begriff für das Reich, wo die Dämonen festgesetzt sind oder gebunden sind. Es gibt auch nachher dann Engel, die gebunden waren, im folgenden Versen nachher noch heute Abend zu betrachten. Und diese dämonischen Engel sind gebunden, so lange, bis Gott sie freilässt, damit sie das Gericht ausführen können. Auch dann noch sind sie Handlanger Gottes. Der Teufel ist nichts anderes als ein Affe an der Leine Gottes. Er versucht, Gott nachzuäffen, und Gott lässt es auch zu, dass er manches tut, aber nur soweit Gott, der Herr, der im Regimente sitzt, es zulässt. Und so heißt es immer wieder, es wurde ihm gegeben. Das tröstet uns, ja. Nur soweit Gott es zulässt. So wie bei Hiob, Satan durfte Hiob nur so weit prüfen, dass er sein Leben nicht antastete. Alles andere durfte er ihm nehmen, aber sein Leben taste nicht an. Hat Gott eine Grenze gesetzt, um diesen Knecht zu prüfen, ob er Gott umsonst liebt, ohne eine Belohnung davon zu erwarten. Es wurde ihm also der Schlüssel zum Schlund des Abyssos, des Abgrunds, des dämonischen Höllenschlundes gegeben. Und deshalb auch dieses Unheimliche, als dieser Schlund des Abgrunds geöffnet wird oder der Brunnen des Abgrunds, man stellt sich bildhaft vor als ein Loch, wo dann unten die Dämonen gebunden sind, und dann steigen sie empor. Und dann heißt es ja, ein Rauch stieg empor aus dem Schlund. Ja, so ähnlich, wo diese Wahrsagerin, diese Hexe von Endor, im Auftrag des abgefallenen Königs Saul, oder das, der wahrscheinlich nie richtig gläubig war, den Samuel beschwört, dass er aufsteigen soll. Bis heute streiten sich die Ausleger, ob das wirklich der Prophet Samuel war, dass Gott es zugelassen hat, um Saul das Gericht zu verkündigen auf diese Weise. Oder, was ich für wahrscheinlicher halte, ein dämonischer Geist, der da aufgestiegen ist. Wie auch immer, jedenfalls auch hier als der Schlund des Abgrunds des Totenreichs, in dem Fall der Dämonen, geöffnet wird, steigt dieser Rauch empor. Das finden wir auch in der Magie und Zauberei, dass da viel mit Rauch gearbeitet wird, übrigens auch in Diskotheken, wo auch Menschen in Trancezustände, ekstatische Zustände hineingeführt werden, wo der Verstand ausgeschaltet wird durch dauernde, wiederholte Rhythmen und laute Bässe, sodass die Menschen in einen Zustand der Passivität, der Wehrlosigkeit kommen und dann diese satanischen Mächte in sie eindringen können, auch vermittelt durch die okkulten Botschaften in der harten Szenenmusik. Und dieser Rauch stieg empor aus dem Schlund wie der Rauch eines großen Schmelzofens, und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Also eine unheimliche Erscheinung, und wir hören auch immer wieder von satanistischen Veranstaltungen, dass Satan dann auch so sich zeigt, so mit diesen unheimlichen, finsteren Dingen und aufsteigendem Rauch, und sie dann in ihre Besessenheitszustände hineingeraten. Schreckliche Dinge. Und die Menschen, die das tun, sie werden in Ewigkeit keinen Frieden finden, sondern in der ewigen Pein und Qual schmachten müssen. Jonathan Edwards, der große Erweckungsprediger des 18. Jahrhunderts in den USA, hat eine Predigt gehalten, beschrieben die Endlosigkeit der Höllenqualen. Wenn Millionen Jahre durchstanden sind, werden die nächsten Millionen Jahre kommen und so weiter. Und es wird keineswegs dieser erstrebenswerte Zustand sein, den sich hier die Gottlosen einreden, dass man einfach dann ausgelöscht ist, dass dann alles vorbei ist. Nein, es wird weitergehen. Für die einen ewige Herrlichkeit und Freude, für die anderen ewige Qual.
Und nun, was kommt nun aus diesem Schlund des Abgrundes hervor? Heuschrecken, wird hier gesagt. Heuschrecken kamen hervor auf die Erde. Und ich habe schon gesagt, das sind keine gewöhnlichen Heuschrecken, das sind meines Erachtens dämonische Plagegeister, die da emporkommen. Wie auch immer die gestaltet sein werden, dämonische Plagegeister. Es sind auch, denke ich, keine Waffensysteme, weil nämlich Waffensysteme, ich werde es gleich zitieren bei Bernhard Filbert, was er dazu sagt, die Menschen töten würden, aber diese Heuschrecken töten die Menschen nicht, sondern quälen sie nur. Ich möchte vielleicht zunächst einmal lesen, diese durchaus interessante Deutung, wie der Bernhard Filbert in seinem gestern schon zitierten Buch Christliche Prophetie und Nuklearenergie in den 60er Jahren angesichts der katastrophalen atomaren Aufrüstung die Bedrohung der Menschheit durch die modernen Waffensysteme beschrieben hat. Er interpretiert nun diese Stelle mit den Heuschrecken, mit ihren einzelnen Beschreibungen so. Bevor ich weitermache, möchte ich das Ihnen einmal vorlesen. Er, also Johannes, so schreibt Filbert, sieht die Zerstörergeschwader auf die Menschen aus der Luft niederstoßen, wie die Heuschreckenschwärme auf die Felder. Also er sieht da Flugzeuge, ja, Zerstörer nennt man diese Flugzeuge auch im Krieg. Und dann schreibt er weiter, mit ihrer Flügel- und Rumpfform, mit der Steifheit und dem metallischen Glanz ihres Chitins, mit der Art der Körperhaltung und der Flugbewegung, hat die Heuschrecke mehr Ähnlichkeit mit dem Flugzeug als jedes andere flugfähige Tier. Er, also Johannes, sieht die metallische Verschalung der Flugzeuge und vergleicht sie mit der Rüstung von Kampfrossen. Die erste Verwendung von Aluminium dachte Napoleon II. Auch den Kürassen seiner Kavallerie zu. Er sieht die Kanzeln mit ihrer durchbrochenen Metallkonstruktion und vergleicht sie mit goldähnlichen Kronen. Er sieht den Piloten durch die Kanzel schauen und erkennt das Gesicht des Menschen. Der Gedanke, dass hier der Homo sapiens selbst in seiner flugzeuggemäßen Pilotengarnitur schaltet und waltet, scheint ihm gar nicht zu kommen, gekommen zu sein und wäre wohl auch zu grotesk aus der antiken Sicht. Also Filbert will sagen, Johannes, schau das mit den Begriffen seiner Zeit, ja, und sieh diese Flugzeuge eben als Heuschrecken mit ihren metallischen Flügeln. Weiter. Er sieht die Kondensstreifen als ein Gewirr feinster Nebelfäden längst der Ionisationsbahnen der sich elektrisch aufladenden Abgasteilchen und vergleicht sie mit dem Frauenhaar. Er sieht die Verstrebungen und Verzahnungen durch die Kanzel und vergleicht sie mit Löwenzähnen. Er erkennt die Leichtmetalllegierungen der Flugzeugaußenhaut in ihrer eisenähnlich metallischen Beschaffenheit, wobei er merkt, dass sie sich vom Eisen doch unterscheiden. Er hört den gewaltigen Lärm der Triebwerke, die er als Flügelschlag bezeichnet, und vergleicht sie mit dem Lärm vieler in den Kampf stürmender Streitwagen, die durch Rätschen an den Speichen großen Lärm zu verursachen bemüht waren. Er sieht die Läufe der Bordwaffen als Schwänze und Stacheln und empfindet, dass eben aus diesen der Schuss ausgestoßen wird, wie mit dem Schwanz des Skorpions, das die Menschen schädigt und peinigt. Interessante Theorie, nur ich denke halt, es passt nicht zusammen. Erstens die dämonische Komponente, die der Apostel hier schaut. Wobei natürlich man sagen kann, Dämonen können auch kriegslüsterne Leute reiten, ja, das ist auch klar. Aber es sind hier, denke ich, wirkliche dämonische Mächte. Und zweitens eben diese seltsame Eigenschaft, dass es den Menschen nur schadet und sie nicht tötet. Solche Flugzeuge in der Regel töten die Menschen. Außer wenn sie vielleicht Gas oder Ähnliches abwerfen würden, was dann eine gewisse Schädigung auslöst. Aber wir wollen darüber jetzt nicht weiter spekulieren. Entscheidend bleibt, dass ganz klar gesagt wird, dass es hier sich um dämonische Mächte handelt, die in Gestalt von Heuschrecken mit Skorpionstacheln beschrieben werden. Übrigens ein Mischwesen, ja, Heuschrecken mit Stacheln wie Skorpionen gibt es ja nicht. Aber heute angesichts der genetischen Züchtungen, will der Mensch ja immer mehr solche Mischungen herstellen. Jetzt gibt es schon die Tamoffel. Habt ihr schon gehört von der Tamoffel? Eine Mischung aus Tomate oder Tomoffel, ja. Eine Mischung aus Tomate und Kartoffel. Das mag noch relativ harmlos sein, aber wie ist es, wenn man Menschen und Affen zu kreuzen versucht? Ja, wird ja wirklich versucht. Ihr lacht vielleicht. Der Mensch ist schon so anmaßend, dass er
diese gottgegebenen Grenzen überschreitet. Man spricht von Chimären, also Mischwesen, so wie in der griechischen Mythologie, die auch beschrieben wurden, Mischungen aus Mensch und Pferd, der bekannte Kentaur, ja, ist vielleicht noch bekannt von Bildern, oben Menschenleib, unten Pferdeleib und solche Dinge. Übrigens gibt es eine Stelle, die auf ähnliche Vermischung hindeutet, in 1. Mose 6, eine geheimnisvolle Stelle, wo die Gottessöhne, die Menschentöchter, wo die ihnen gefallen haben und sie dann zu ihnen eingegangen sind. Also ich denke, es ist eine Vermischung von Dämonen mit Menschen gewesen, woraus dann die Riesen entstanden. Und Gott hat auch aus diesem Grund, weil die Menschheit so verderbt war, dann auch wegen dieser Vermischung die Sintflut senden müssen, um diesen Frevel auszurotten. Und heute lassen sich auch immer mehr Menschen mit dämonischen Mächten ein. Das Phänomen der Besessenheit nimmt leider auch in unserem ehemals christlichen Abendland überhand. Eine endzeitliche Entwicklung. Ja, nun zu diesen Heuschrecken im Einzelnen. Es kommen also Heuschrecken hervor. Und aus diesem ofenähnlichen Abgrund, der übrigens auch an die Zerstörung von Sodom und Gomorra erinnert, in 1. Mose 19, Vers 28 wird das auch beschrieben, dass hier Feuer kam und Schwefel, auch am großen Rauchentwicklung. Also immer wieder auch ein Zeichen des Gerichts inmitten dieser Zulassung Gottes, dass die Dämonen frei werden. Und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben, nämlich die Menschen zu quälen. Wie ist es eigentlich mit Heuschrecken? Es sind also Insekten. Die einzelne Heuschrecke ist noch nicht so gefährlich, aber die Gefahr liegt in der Masse. Es ist ein unzählbares Heer von Millionen, Abermillionen Insekten, die schon doch relativ groß sind, starke Nagelgebisse haben und sich in einer Windeseile über alles Grüne, Essbare hermachen. Und die Skorpione, ja, die Heuschrecken möchte ich noch sagen, es gibt also Beispiele, wo Heuschreckenheere ganze Landstriche aufgefressen haben. Zum Beispiel in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts hat in dem Gebiet des Nahen Ostens ein Heuschreckenschwarm alle Gewächse auf einer Fläche von mehreren 100.000 Quadratkilometern aufgefressen. Das ist also historisch gar nicht so weit zurück. Und man muss auch heute immer wieder mit solchen Dingen rechnen. Dann wird sicherlich heute Gift eingesetzt, aber das kann gerade auch zu Mutationen führen, dass die Resistenten überleben. Aber hier die Dämonen, das zeigt uns auch, der Herr Jesus sagt einmal, als er Dämonen austreibt, fragt er einmal, wir sollen übrigens Dämonen nicht fragen, das hat nur der Herr Jesus tun dürfen, in göttlicher Vollmacht. Aber er sagt, er fragt, wie ist dein Name? Und er antwortet Legion. Und Legion ist eine sehr große Einheit aus dem römischen Heer. Ich weiß nicht genau, wie viele Krieger, ja. 6.000 Krieger, vielen Dank. Das ist schon eine große Zahl von Dämonen in diesem einen Menschen gewesen, der dann frei wurde durch göttliche Gnade. Aber hier sind das ja unzählbare Heuschreckenheere, Dämonenheere in Gestalt von Heuschrecken beschrieben. Und dann wurde ihnen gesagt, Vers 4, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten. Ganz klar, es sind keine gewöhnlichen Tiere. Auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen. Welchen Menschen? Den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirne haben. Das zeigt uns, dass es Dämonen sind. Sie können nur die schädigen, die nicht zu Jesus Christus gehören. Nur diejenigen. Die anderen werden bewahrt. So wie die Israeliten in Ägypten, die Türpfosten mit dem Blut des Passahlammes bestrichen hatten. Oder so wie die treuen Jünger Gottes zur Zeit des Propheten Hesekiel, die auch versiegelt wurden von dem Segensengel, bevor dann der Gerichtsengel durch die Stadt gezogen ist. Das hatten wir bereits gehört. Und nun dieses Besondere, es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten 5 Monate lang gequält werden, die Menschen, die das Siegel Gottes nicht trugen. 5 Monate lang. Ja, man hat viel gerätselt über diese 5 Monate. Dazu muss man wissen, dass der Lebenszyklus normaler Heuschrecken etwa von Mai bis September sich erstreckt, also 5 Monate lang. Und auch da eine symbolische Anknüpfung, dass eben diese Zeit dieser fünften Posaune, Gerichtsposaune, beschränkt wird. Und es ist doch eine relativ
lange Zeit, die ausdrücken soll. Ja, 5 Monate lang werdet ihr gequält werden und könnt nicht sterben. Sie werden den Tod suchen, aber nicht finden. Ja, der Tod wird sogar vor ihnen fliehen. Ja, die Qualen werden so sein, dass man sterben möchte und es nicht kann. Das ist auch grausam. Ich habe manche alten Menschen jetzt auch kennengelernt im Altersheim, weil ich ja auch dort immer Besuche machte. Und da haben auch manche gesagt, jetzt ist es genug, ja, ich möchte sterben, oder auch die Gläubigen auch, ich möchte heimgehen. Aber wie schrecklich, wenn man das nicht kann, wenn man auch dann Schmerzen hat und Leiden und nicht ja, ein Ende davon absehen kann. Und so wird es dann sein, 5 Monate lang gequält sein und nicht sterben können. Ein Skorpionbiss ist ja so, wenn man jetzt wieder von den richtigen irdischen Skorpionen ausgeht, dass das ein Giftstachel ist, und wenn ein Hund gestochen wird, stirbt er normalerweise innerhalb weniger Sekunden. Ein Mensch in spätestens 24 Stunden. Der hat ja eine größere Masse, ja, an Zellen. Da dauert es etwas länger. Aber hier sind es Bisse, die auch genauso schmerzhaft sind, und sie können aber nicht sterben. Es ist grausam. Man muss aber auch bedenken, es sind dann die Menschen auch, die die Jünger Jesu verfolgt haben, abgelehnt haben, die verweigert haben, den Sohn Gottes anzunehmen, die sich für die Seite Satans entschieden haben, und sie werden dann auch durch satanische Macht sogar gequält werden. Er hat sie in seinem Besitz und quält sie jetzt auch. Ja? Da zeigt er dann auch ihnen gegenüber letztlich sein wahres Gesicht, indem er in skorpionartiger Weise die quält, die nicht zu Jesus gehören. Auf die anderen hat er keine Macht. Satan flieht, wenn er uns unterm Kreuze sieht, symbolisch gesprochen. Wenn er sieht, dieser Mensch ist versiegelt durch den Heiligen Geist, gehört zum Gekreuzigten von Golgatha. Und nun werden diese Heuschrecken noch ausführlicher beschrieben. Man spricht, es gibt auch eine Sorte, das man geradezu als Heupferd bezeichnet, und so werden sie auch hier mit Pferden verglichen, die zum Kampf gerüstet sind, goldene Kronen oder goldgleiche Kronen, Gesichter wie ein Mensch, Haare wie Frauenhaare, Zähne wie Löwenzähne, eiserne Panzer, ein Flügelgetöse, Schlachtwagen und dann diese Schwänze wie Skorpione. So also die wesentliche Beschreibung ihres Auftretens. Und das erinnert durchaus an eine Armee. Und dazu ist es noch wichtig, eine weitere Parallelstelle aus dem Alten Testament zu betrachten, wo das sehr ausführlich schon im Alten Bund vorweggenommen ist, und zwar ganz klar in Bezug auf den Tag des Herrn. Und das ist nämlich das Buch Joel. Das Buch Joel, der Prophet Joel, ist insofern interessant, dass er sich zeitlich nicht genau einordnen lässt. Es ist kein konkreter historischer Bezug genommen zu einer bestimmten Zeitepoche, sondern der Prophet Joel spricht über den Tag des Herrn. Über den Tag des Herrn, den großen und schrecklichen und auch herrlichen Tag. Herrlich für die, die zum Herrn gehören. Und er beschreibt auch in den ersten 2 Kapiteln ein Heuschreckenheer. Ganz ähnlich, wie es der Apostel Johannes in seiner Schau dann wieder aufgreift. Betrachten wir einige Stellen aus dem Propheten Joel, um das noch besser zu verstehen, diese Beschreibung der Heuschrecken bei Johannes. Joel schreibt in Kapitel 1, dass man das, was hier nun geoffenbart ist, ihm als Propheten allen Generationen erzählen soll, weil es eben aktuell bleiben wird bis zum Tag des Herrn. Ganz klar, prophetische Zukunftsvoraussage über lange Sicht. So heißt es in Joel 1, Vers 3, erzählt davon euren Kindern und eure Kinder, ihren Kindern und deren Kinder dem künftigen Geschlecht. Erzählt ihnen davon. Und dann heißt in Vers 4, was der Nager übrig ließ, das hat die Heuschrecke gefressen. Und was die Heuschrecke übrig ließ, das hat der Fresser verzehrt. Und was der Fresser verschonte, das hat der Verwüster aufgefressen. Von diesen Tieren wird dann die Heuschrecke noch ausführlicher beschrieben. Und zwar in Gestalt eines unheimlichen Volkes. Vorher noch ein Weckruf, wacht auf, ihr Trunkenen, und weint und jammert, ihr Weintrinker, alle wegen des Mosts.
weil er euch vom Mund weggenommen ist. Das heißt, Berauschung wird auch nicht mehr helfen. Es wird keine Ausflucht geben in Drogen, in irgendwelche Betäubungsmittel, sondern die Härte des Gerichts wird in der vollen Schärfe über diese Welt ergehen, über die Welt der Gottlosen. Und dann heißt es in Joel 1, Vers 6, denn ein Volk hat mein Land überzogen, das ist mächtig und ohne Zahl. Es hat Zähne wie Löwenzähne, genau wie bei Johannes. Und ein Gebiss wie eine Löwin. Meinen Weinstock hat es verwüstet und meinen Feigenbaum kahl gefressen. Das ist ein Symbol für Israel in doppelter Weise. Ja. Sogar die Rinde hat es vollständig abgeschält und weggeworfen. Weiß geworden sind seine Zweige. Klage, Klage wie eine Jungfrau. Und dann wird beschrieben, wie das Feld verheert ist, die Ölbäume verwelkt und so weiter. Ich kann jetzt natürlich nicht den ganzen Propheten Joel lesen, aber noch wichtig, die Beschreibung dieser Heuschrecken, die sehr genau mit Offenbarung 9, wir sind ja schon in 9, übereinstimmt. Da heißt es in Kapitel 2, ab Vers 3, Joel 2, Vers 3, über dieses mächtige Volk, fressendes Feuer geht vor ihm her und hinter ihm her eine lodernde Flamme. Ist das Land vor ihm wie der Garten Eden gewesen, hinter ihm ist es eine öde Wüste und man kann ihm nicht entfliehen. Wie Rosse sehen sie aus und wie Reiter rennen sie. Wie rasselnde Kriegswagen kommen sie über die Höhen der Berge her. Wie eine Feuerflamme, die prasselnd das Stroh verzehrt. Gleich einem mächtigen Heer, das zum Kampf gerüstet ist. Vor ihm erzittern die Völker, alle Angesichter verfärben sich. Wie Helden laufen sie, wie Krieger ersteigen sie die Mauer. Jeder geht auf seinem Weg und keiner kreuzt den Pfad des anderen. Keiner drängt den anderen, jeder geht seine eigene Bahn. Merken wir, ja, man spricht immer davon, die Tiere seien so dumm. Gott hat ihnen auch einen Instinkt hineingelegt. Sie haben ihre genaue Ordnung, auch Ameisen, auch andere Tiere. Vor allem auch in der Insektenwelt ist es genau zu beobachten. Es ist alles genau geordnet. Und Gott lässt das auch zu als Gericht. Er hat auch diesen Tieren den Gerichtsbefehl gegeben. Marschiert los. Jetzt ist die Zeit, wo ihr eure Aufgabe habt. Und dann heißt es weiter, zwischen den Wurfgeschossen stürzen sie hindurch und lassen sich nicht aufhalten. Sie dringen in die Stadt ein, rennen auf die Mauer, erklimmen die Häuser, steigen wie Diebe zum Fenster hinein. Vor ihnen erbebt die Erde, der Himmel erzittert, Sonne und Mond verfinstern sich. Und die Sterne verlieren ihren Schein. Das kennen wir auch aus der Offenbarung schon mehrfach. Ja, es kann auch mit solchen Heuschreckenschwärmen zusammen sich das entwickeln. Das, wenn die auftreten, es kommt wie eine Wolke daher. Ja, da wird es plötzlich dunkel. Stellt euch vor, kein so ein Schwarm, da wird es plötzlich hier ganz dunkel. Die fliegen ja dann erstmal und dann landen sie und fangen an zu fressen. Das ist dann wie ein Riesen rascheln, wie wenn Streitwagen fahren. Ja, geht das dann. Bei einer hört man es noch nicht, aber bei vielen. Es ist ein lautes Geräusch. Und dann heißt es in Vers 11, und der Herr lässt seine Stimme hören vor seinem Kriegsvolk her, denn sehr groß ist sein Heerlager und gewaltig sind, die sein Wort vollstrecken. Die sein Wort vollstrecken. Ja, groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich. Wer kann ihn ertragen? Gerichtsboten Gottes, auch diese Heuschreckenschwärme. Und am Ende werden es dämonische Heuschrecken sein. Und so ist auch hier beschrieben mit diesen Eigenschaften, vor allem diese Giftstachel, ein Gift, das den Menschen nur quält, aber ihn nicht tötet. Und dann heißt es abschließend in Offenbarung 9, Vers 11 und 12, sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das heißt Verderber, Verwüster, genauso wie die Heuschrecken ja alles verwüsten. Aber dieser Engel ist ein Verwüstungsengel, ein böser Engel, der alles kaputt macht. Letztendlich Satan selber oder einer seiner Oberbeauftragten, gefallenen Engel. Ja, es gibt ja viele, die mit Satan gefallen sind. Und sie haben eben diesen König über sich, Abaddon, Hebräisch, Apollyon, Griechisch. Diese dämonischen Eigenschaften werden auch
deutlich, zum Beispiel, wenn man hier sehen, Haare wie Frauenhaare wird hier beschrieben. Man muss wissen, dass im Altertum es verschiedene Kulte gab, wo man sich die Haare lang wachsen ließ und dann den Kopf immer geschüttelt hat, um in den Zustand der Besessenheit hineinzukommen, so etwa beim Dionysus-Kult, Ekstase durch ständiges Haareschütteln, Nacktheit und Ähnliches, wie es auch heute bei gewissen harten Musikstilen geschieht. Und auch die Löwenzähne für Macht und Brutalität dieser dämonischen Mächte, aber auch die menschlichen Angesichter zeigen, dass sie Intelligenz haben, dass sie eben nicht vernunftlose Wesen sind, sondern eine satanische Intelligenz in sich haben. Und sogar die goldene Krone, die in Vers 7 erwähnt ist, Kronen dem Golde gleich, erinnern an das goldene Haupt der Statue aus Daniel 2, aus dem Traum des babylonischen Königs Nebukadnezar, wo er selber das goldene Haupt ist. Hier ist wieder ein Anklang, ein vorsichtiger Anklang an den babylonischen Hintergrund, ja, an diesen verführerischen und antichristlichen Hintergrund dieser babylonischen Macht. Das sind so Hinweise, die wollte ich auch noch kurz erwähnen. Und dann heißt noch, das erste Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch zwei Wehe nach diesem. Nämlich, das werden wir dann heute Abend betrachten, dass dann ein Riesenheer kommt, das am Euphrat gebunden war. Der Engel, der dort gebunden war, lässt den austrocknen. Das kommt dann später, Kapitel 16, aber hier jedenfalls wird zunächst einmal losgelassen am Euphrat. Und da wird die Vernichtung weitergerieben, denn dann werden auch Menschen getötet. Bisher wurden sie nur gequält, dann auch getötet. Und so ist das Gericht in einer Steigerung begriffen. Für uns stellt sich abschließend die Frage, wer ist dein König? Wer ist mein König? Ist es Jesus Christus oder ist es Satan, dieser Engel des Abgrunds? Werden wir das Siegel Gottes an unseren Stirnen haben oder das Mahlzeichen des Tieres? Die das Mahlzeichen des Tieres haben, werden von diesem Heuschreckenherr gequält werden und schließlich auch ganz dem Satan verfallen, mit ihm gerichtet werden. Die aber das Siegel unseres Herrn Jesus Christus an den Stirnen haben. Sie werden bewahrt werden vor diesen Dingen, werden vielleicht ihr irdisches Leben verlieren, aber in ewiger Freude beim Herrn sein dürfen. Möge der Herr uns das schenken, möge der Herr uns gnädig sein. Amen.